Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Bei geilstem Wetter habe ich mir natürlich auch das geilste Auto ausgesucht. Mhm. Heute geht es mal um den Iltis. In dem Iltis habt ihr ja eigentlich nur Schrauber-Sessions gesehen, also nichts Besonderes, sondern nur Schrauben. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte euch erst mal zeigen, was wir off-cam gemacht haben. Boah, ich kenne das Auto noch gar nicht eigentlich. Videomäßig. Hast du das nicht mitgefilmt? Mhm. Alles ist Sven? Ja. Ja, dann erkläre ich dir kurz das Auto. Dieses Auto hat ein 24-Volt-System und hat jemanden einen Golf-GTI-Motor eingebaut. Problem an dem Motor ist, oder besser gesagt an der Technik, ein Iltis hat 24-Volt-Betriebssystem. Das bedeutet zwei Batterien, die in Reihe geschaltet werden, dass wir 24 Volt haben. Der Motor jedoch aus dem Golf hätte ja rein technisch gesehen nur 12 Volt. Und wo wir ihn bekommen haben, war noch eine Verteilerkappe drin mit Funk entstört. Und dabei ist uns aufgefallen, dass irgendwann die Zündspule, in dem Falle, die jetzt hier ist, abgeraucht ist. 24 Volt Zündspule kaputt gegangen. Ende des Liedes war, die gibt es nicht an jeder Ecke, schweineteuer. Und ich habe zu Jan gesagt, Jan, mir reicht es jetzt, wir müssen irgendwas machen, das Ding wird mir zu teuer, war eh schon wieder dumm von mir überhaupt so ein hier rostiges Fass zu kaufen. Aber ich hatte einfach Bock drauf. Ende des Liedes, Jan hat gesagt, komm, weißt du was, wir basteln da was. Haben das System auf 12 Volt umgerüstet, das heißt, wir haben jetzt eine Zündspule, 12 Volt, Zündverteiler, 12 Volt System. Grüße gehen übrigens am Gockel raus, hat er mir zugeschickt, den Zündverteiler, und genauso die Zündendstufe. Und dann hat der Jan hier ein wildes Konstrukt gebaut. Hier seht ihr was mit Sicherung und so ein Verteilerblock aus dem Hausbedarf, dass man, fragt mich nicht wie, es geht aber, eine Batterie separat abgreift, dass unser Verteiler, also der Zündverteiler, die Zündspule und die Benzinpumpe über 12 Volt läuft. Der Rest aber, Lichtmaschine, Anlasser etc. über 24 Volt. Bremsen wurden auch gemacht, Handbremsseile sind neu, Leitungen sind teilweise neu. Karosserie wurde noch nicht angefasst. Also keine Sorge, wir fallen jetzt gleich nicht durch den Boden. Hoffe ich zumindest. Aber ich würde sagen, wir fahren ihn mal raus. Und Micha, ist ja heute ein bisschen wärmer, ne? Mhm. Komm mal mit. Wir können hier kein Fenster runter machen. Sorry. Ah, du gießt die Blumen. Ja, das ist von der Klima. Ah, das ist gesundes Wasser. Klimawasser ist das gesunde Wasser. Richtig, da ist irgendwas nicht drin, was woanders drin ist. So war, irgendwas war da auf jeden Fall. Halt mal die Rüssel da rein. Also, du musst da rein. Welchen Rüssel? Ja, dein ganzer Körper. Ach so. Merkst du, was wie warm das ist? Boah, ja. Wie ein Gewächshaus eigentlich, ne? Ja, und hier zum Beispiel können wir jetzt kein Fenster runter machen. Und das ist ja, wie du schon sagst, im Gewächshaus. Ich weiß aber, dass man irgendwie hier die Türen rausnehmen kann. Ich hole mal eben den Jan dazu, der kennt sich ja aus, der war jahrelang bei der Bundeswehr. So, Jan ist auch da. Du weißt, wie die Türen rausgehen? Ja. Dann auf geht's. Ich weiß, wie die Kennzeichen rangehen, das schaffe ich. Wir sind ja oft genug schon ohne gefahren. Muss man das Dach dafür hochklappen? Ah, ja, ganz Karre fällt auseinander. Wie, das war's? Wie, die hinteren Türen gehen auch so raus? Für zwei. Okay. Tür 4. Also die Tür halten eigentlich wieder gar nichts. Ne? Rein theoretisch könnten wir sogar das Dach abnehmen, wenn wir wollten. Ne? Kannst du ihn jetzt aufklappen? Wollen wir ihn aufklappen, Micha? Ja, klar, auf jeden Fall. Safe. Dann überleg auch, dass das noch funktioniert. Haben wir hier noch nicht probiert. Aber ich habe Angst, dass es kaputt geht. Ah, ich glaube, wir lassen das auch. Ich glaube, da müssten wir eher mal überall Rostlöser dran haben. Aber so ist ja schon. Guck mal, wir fallen auf jeden Fall, also ich könnte durchplumpsen. Also ist doch noch keiner auf der Straße gefahren, ne? Nein. Ich bin bis jetzt nur hier auf dem Hof bewegt. Micha, sind wir mutig? Ja, klar. Telefon habe ich diesmal mit. Also ab ins Auto, wir fahren. So. Als erstes haben wir aber zwei Schlüsselbunde. Warum zwei? Weil das zwei Zündkreisläufe sind? Nein, dieses Fahrzeug heißt, wie heißt das richtig, Jan? NATO-Knochen? Ja, so wird er umgangssprachlich zumindest bezeichnet. Hier unten irgendwo ist dieses Teil. Ich muss das fühlen, weil ich zu dick bin. Da. Das ist dann, dass wir unseren Hauptstromkreis öffnen. Zack, Hauptstromkreis geöffnet. Zweiter Schlüsselbund ins Zündschloss. Zündung ist da. So, jetzt lacht ihr. Der Knopf hier ist unsere Zusatzeinspritzung. Ich gebe ihm mal einen Schuss, zwei Schüsse. Boah, er springt direkt an. Das ist halt, wir wissen ja, eine Cargetronic Golf GTI, und dadurch, dass die ganze Motorelektronik abgeklemmt ist, haben wir das auf 12 Volt gelegt. Hier ist jetzt eine Zusatzeinspritzung. Wenn wir jetzt auf Turbo umbauen würden, könnten wir hier nochmal extra Sprit drücken. Ey Jan, ich habe kein gutes Gefühl. Bist du so ein Auto während deiner Bundeswehrzeit mal gefahren? Den? Niemals. Wir hatten nur Mercedes-Benz G-Modell und Kübel.
Wir haben jetzt ein Iltis. Die Tankanzeige wurde auch angeschlossen. Die geht jetzt richtig. Das heißt, wir können uns auch nicht weit weg bewegen. Sieht aus wie so ein Motorradtacho. Das ist Käfer. Als allererstes, um vielleicht mal ein bisschen Hintergrundwissen zu haben, ich habe allerdings auch nur halbes. Der Iltis wurde ausgeliefert, glaube ich, mit einem 1,7 Liter Motor und 75 PS. Jetzt haben wir ja, also der Motor hat in der Basis 112 PS mit Cargetronic. Das wissen wir ja von unseren Prüfstandsläufen, dass die oft nicht haben. Ne? Ja. Da haben die vielleicht so, steht immer so um die 100, so wie dein Audi, wie deine Limo. So. Wir müssen jetzt mal Platz machen, weil, wie sagt man immer, der größere hat Vorfahrt, ne? Kennst du die Regel? Der größere. Und der hat auf jeden Fall die Vorfahrt, deswegen haben wir den Rückwärtsgang eingelegt. Und was ich in der Zwischenzeit natürlich schnell erwähnen kann, wir haben nicht nur Bremsen gemacht, sondern wir haben auch Zahnriemen gewechselt, Wasserpumpe gewechselt. Also alle technischen relevanten Teile, Ölwechsel etc. sollten jetzt alles gut sein. Deswegen wage ich mich auf die Straße. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. 75 PS in der Kiste. Auspuff sauendicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Auspuff gleich abfällt. Ja. Der Auspuff fällt gleich ab. Oh. Sound ist gut. Sound ist gut, ja, auf jeden Fall. Ich hoffe nur, wir bleiben nicht stehen, weil der Tank so leer ist. Es fühlt sich so, ich habe auch gelesen in den Kommentaren, diese Autos waren damals absolut für die Straße untauglich. Hohes Tempo möchte ich damit auch ehrlich gesagt nicht fahren, weil die mit den Grobstollenreifen, wenn die Straße nass war, war das wie auf Schmierseife fahren. Aber an sich fühlt sich das ganz cool an. Guck mal, hier haben wir auch nachgerüsteten Tourenzähler. Ich bin so gespannt. Ich würde ja mal gern richtig drauf treten, aber ich hab ganz ehrlich Angst, dass er irgendwie, dass wir gleich schieben müssen. Weil ich habe gerade einen Bocker schon gemerkt. Schade, dass wir hier kein Gelände haben. Aber hier ist ein Gelände. Ich weiß nicht, was das ist. Aber das ist ja kein Gelände, oder? Sicher. Oh, Marco. Aber es fühlt sich schon so an. Ja, aber hier ist schon Ende. War ein Versuch wert. Aber irgendwie witzig sein Auto. Und das Geile ist, wir können hier so richtig rausfilmen. Und ich kann dabei sogar, weil wir hier keine Türen haben, das ist schon geil. Aber ich wüsste nicht, wo wir. Ich bräuchte mal so richtig Gelände, Micha, so richtig Gericht. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Das ist ja hier nichts Halbes, nichts Ganzes. Geil, wie der Windrohr am Bläst, ne? Ich finde sogar ganz ehrlich, dass das auch ein Sommerauto sein kann. Ja, eigentlich ist es ja ein Einsatzfahrzeug, ne? Oder wie sagt man? Aber wir brauchen den richtigen Einsatz gerade für dieses Auto. Aber ich wüsste ja auch nichts gerade. Naturschutzgebiet. Ja, aber da dürfen wir ja da nicht rein. Oder dürfen wir da rein? Ich glaube nicht, nur mit Fahrkennzeichen. Hat er. Also würde er wahrscheinlich bekommen. Das Geile ist, wir können hier einfach alles mitnehmen, ohne uns Gedanken zu machen. Das geht halt einfach, weißt du, was ich meine? Ja. Aber ist das der kleine Bruder von der G-Klasse? So, das ist eine gute Frage. Die G-Klasse gab es ja als Wolf. Bei der Bundeswehr hier, bei Blendest du mal ein, so ein Wolf, das ist eigentlich das Pferd, die ursprüngliche G-Klasse. Ich glaube, daraufhin basiert das Ganze. Ah, da setzt er aus. Also ich sag dir, das fährt gar nicht schlecht hier drin. Aber der Tank ist zu leer, um mal richtig durchzuziehen. Die Frage ist halt, was ist Gelände, weißt du? Ist das hier, sind das Gebüsche oder ist das auch schon Gelände? Das Gebüsch. Zum Beispiel, hier könntest du einfach drüber fahren. Aber geht nicht. Ich muss ja hier drehen, Micha. Ist schon geil, oder? Du hast halt keine Grenzen, ne? Aber das Problem ist, wenn wir jetzt hier drin mit Spritmangel liegen bleiben, dann hätten wir auf jeden Fall ein Problem, den Schleppwagen da wieder rauszubekommen. Das ist schon irgendwie geil. Normalerweise hat der Allrad. Ja, das kannst du hier, ich glaube, das sind unsere Sperren, die man hier ziehen kann. Und da kannst du, glaube ich, auf Allrad umschalten und, glaube ich, auf Untersetzung.
einem Lader? Ja, im Prinzip ja. Ja, ich glaube schon. Das könnte man so vergleichen. Du musst dir vorstellen, der Urgroßvater, das ist der Urgroßvater vom Urquattro. Aber ganz ehrlich, ja, ich hätte gedacht, wir bleiben liegen und es fährt irgendwie katastrophal, aber es fühlt sich richtig gut an. Ja. Du merkst natürlich, merkst du das, wenn ich so lenke, wie das? Das schwingt so mit. Genau, also die Reifen wanken halt auch so. Und deswegen sage ich ja, ich habe gelesen, dass, also ihr könnt es ja in die Kommentare mal schreiben, die Leute, die sowas bei der Bundeswehrzeit gefahren sind, haben gesagt, sie sind grundsätzlich erst auf Allrad gefahren, bei Nassen, weil es wirklich wie auf Schmierseife fahren war. Und wir haben ja gerade gesehen, wenn wir hier mal einfach bei Vollgas die Kupplung pfeffern lassen, dann drehen ja auch die Räder durch und das ist für nur 100 PS oder was das Ding hier für haben wird, gar nicht so einfach, diese Reifen einfach durchdrehen zu lassen. Aber wenn es nach mir geht, dahinter ist ja unser Gebäude. Übrigens, wenn ihr mit dem Navi fahrt und ihr DFTAL 12 eingebt, kommt ihr genau hier raus. Ja. Und dann guckt ihr, über dieses Gelände könnten wir dann quasi, könnten wir runter. Also hättet ihr ein Iltis, ein Bundeswehrwolf oder sonstiges, könnten wir jetzt hier rechts abbiegen und würden den Schleichweg da runter machen. Ja. Aber das machen wir natürlich nicht. Einfach so. Guck mal, film mal das hintere rechte Rad. Warte. Das drehen wir jetzt durch. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier Sperren haben. Das ist schon mal keine Sperre. Jan, wo haben wir denn hier unsere Sperren? Eigentlich sollten das die beiden dort sein. Kann sein, dass da was verrostet ist? Also ist festgerostet an hinten. Der Fehlhebel, der in das Differential geht, der ist fest. Ja. Muss mal gucken, ob ich da dran komme. Also schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, auf Prüfstand dürfte nichts passieren. Da haben wir dann kein Allrad, sondern nur Heckantrieb. Lüfter läuft, höre ich schon mal. Eine Temperaturanzeige haben wir da nämlich auch nicht. Und wieder aber nur eine Seite durchgedreht. Mhm. Also auch kein Sperrdifferential. Ey, aber ich bin überrascht, wie gut er sich fährt. Also wirklich. Da ist er undicht. Aber klingt sternig, ne? Und so wie Jan gerade gesagt hat, diese Sperren hier, diese Hebel, die gehen ja hinten zum Sperrdifferential und da ist der Hebel verrostet. Müssen wir also auch noch gangbar machen, dass wir auch mal, wenn wir da mit dem Allrad-Einsatz wollen, auch mal, also du verstehst, was ich meine. Allrad ist wichtig. Weil das wäre ja peinlich, ne? Wenn wir bei dem ersten Berg direkt stecken bleiben. Ja, nicht mal auf dem eigenen Gelände. So, ist ja natürlich wieder ein bisschen lauter. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierte Fahrstufe und Vollgas. Junge, 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 ey. Also ich sag euch eins, vom Gefühl her soundmäßig, Motor drehte, wenn wir nicht in Schwankungen sind, merkt ihr, haben wir auch kein Spritproblem. Das ist auf jeden Fall mehr wie 75 PS, da bin ich mir sicher. Und er macht ein Tacho voll. Und echte 145 habe ich gerade gesehen. Wo ist unser Micha? Bin wieder allein unter, Alter. Guck mal, Blick hinter die Kulissen. Was machst du da? Maximale Erlebnis. Marco, ey. Siehst du, das ist so ein ganz komisches System. Marco, warte. Oh. Arbeiten mit Profis. So ist das hier in der Mediaabteilung. So, Kamera aus. Da sind wir. Komm, wir gucken. Wir machen gar keine lange Foltergespann. Oh, 100 PS macht der genau. Lang war ja gar nicht schlecht. Aber ey, 100 PS im Iltis und 154 Newtonmeter. Ich glaube, da würde sogar technisch noch was gehen. Ne? Wir haben ja noch gar nicht, wir haben den Zündverteiler auf 12 Volt umgebaut und wir haben noch gar nicht richtig einjustiert. Ne? Meinst du, wir kriegen das? Erstmal was wichtig, er läuft. Das stimmt. Weil, wie gesagt, Zündspule 24 Volt abgeraucht und da war Ersatzteilbeschaffung für dieses Auto, sagt ihr euch, eine Katastrophe. Aber Jan, jetzt bin ich ein bisschen heiß. Meinst du, wir können mal ein bisschen am Zündwinkel gehen? Hier,
Weißt du, was hier übrigens reingehört? Weißt du das? Ein Ersatzrad wäre dumm, glaube ich. Aber ein Wagenheber oder sowas? Ein Spaten. Ein Spaten? Ich glaube, da ist ein Spaten drin, ne, Jan? Normalerweise ja. Ich würde sagen, Jan, wir drehen den mal ein bisschen in früh. Oder als erstes können wir erstmal prüfen. Ihr seht hier, dass der Gaszug so ein wildes Konstrukt ist. Weil jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen heiß. 100 PS ist schon dreistellig, aber 112 hat der Motor Serie. Und ein bisschen mehr Fofo würde ich mir doch schon wünschen, ne? Und nochmal zurück zu dem Knopf. Das ist hier unser Zusatzeinspritzventil, wo ich drin den Knopf habe am Anfang des Videos, dass wir im Kaltstart hier Sprit eingeben und Heißstart bei einer Cargetronic. Ist ja genauso eine Katastrophe. Da kann man jetzt auch über den Taster einmal einen Schuss Sprit reingeben und dann springt er mit Sicherheit besser an. Der springt jetzt warm, ohne Gas nicht an. Doch, mit Gas geben. Aber ich habe gerade den Knopf gedrückt, da lief er einmal. Drehst du mal ein bisschen früher? Ah, wenn wir früher drehen, geht natürlich auch die Leerlaufdrehzahl hoch. Der Jan sagte gerade schon, wir sind beim Lösen gerade nach vorne gerutscht, weil von dem Gefühl her steht die Zündung jetzt sogar später wie vorher statt früher. Aber wir gucken mal, wir machen einfach mal die nächste Messung und gucken, wo die Reise hingeht. Das Spiel kennen wir ja. Ihr wisst ja, Zündlichtpistole war gestern, heute ist Prüfstand. Aber das Drehmoment ist schnell da, ne? 150 Newtonmeter, 154 Newtonmeter, ist auch richtig viel. So, wir sind auch gar nicht im Warmlauf. Du hast hier Tacho und Drehzahlmesser. Ich gehe jetzt in die vierte Fahrstufe. So, vierte Welle ist drin, Vollgas. Wozu man das Ganze braucht, ich habe keine Ahnung, aber ich finde es irgendwie geil, oder? Jetzt gucken wir mal, ob unsere Zündungsverdrehen noch was an Leistung gefunden haben, weil ein bisschen mehr Dampf schadet nie, ne? Ja. Wollen wir mal gucken. Hä? Da hat sich gar nichts getan. Dann drehen wir mal noch einen Ticken früher. 100,2 PS. Und ein bisschen Drehmoment haben wir verloren. Naja, ne, also ich will ja schon deutlich einen Unterschied sehen. Entweder klingelt es an der Tür und wir müssen öffnen. Oder wir merken, es kommt mehr Dampf. So, ich glaube, jetzt haben wir das erreicht, wo ich dachte, jetzt geht die Leistung vermutlich nach unten. Und dann drehen wir jetzt mal nochmal in die andere Richtung. Guck mal hier, mein Gefühl ist gut, die Leistung ging jetzt nach unten. Und deutlich Drehmoment geklaut, seht ihr das? Ja. Das heißt, jetzt drehen wir den Zündverteiler mal in die andere Richtung. Vielleicht lagen wir die ganze Zeit schon zu früh. Das probieren wir jetzt noch, letzten Lauf. Aufnahme hat mir gut gefallen, also von der Seite sieht geil aus irgendwie, ne? Vielleicht gibt es jetzt noch die dümmste. Sollen wir mal eine Aufnahme machen, die so richtig dumm ist, okay, und gar keine Sinn ergibt? Ich will eine richtig dumme Aufnahme machen. Okay, der letzte Lauf ist die dümmste. Ja, geile Aufnahme. Ja, wunderbar. Also, hat richtig Sinn gemacht. Also vom Gefühl her kann ich es nicht mal einschätzen, aber ich würde sagen, auch wieder weniger. Und es ist auch wieder weniger. Zu viel Zündung, zu wenig Zündung, perfekte Zündung. Also wir müssen uns damit zufrieden geben, dass wir 100 PS haben, 153 Newtonmeter. Und ich glaube, das für den Ilt ist mehr als genug. Aber ich würde sagen, jetzt ab in die Werkstatt, Allrad anbringen, also Allradheile machen und nächste Video vielleicht ab ins Gelände damit. Was sagt ihr? Bis dahin, ciao.